Was geht, meine Freunde, und herzlich willkommen auf meinem Kanal. Der Yogi ist mal wieder back am Schlüssel für euch. Heute wieder aus dem Giants Editor und von der Galgenberg Vierfach-Map. Ja, ich bin heute wieder zurück zum Mühler und fange mal an, hier den Hof so ein bisschen zurecht zu knüppeln. Ich bin mir noch nicht ganz schlüssig, wie es aussehen kann. Ich habe ja erst gedacht, dass ich mir hier den Stall vom Repi von der Talbach hinpacke. Allerdings wirken die Texturen ein bisschen zu verschwommen und ich bin einfach kein Texturierer, um das Ganze hinzuknüppeln. Deswegen dachte ich mir, pass auf, wir können ja hier auch ein Bernie-Sign-Pack reinnehmen. Das wirkt auch relativ schwäbisch-bayerisch. Das ist ja bei uns relativ flüssiger Übergang. Und habe mir jetzt hier mal so eine Grundstruktur errichtet. Normalerweise sieht es so aus. Wir kommen hier hoch und dann macht das Ganze eine Biegung. Dann einmal im Kreisverkehr hier und hier rüber. Und dann noch so einzelne Häuser mit dem Wohngebäude. Das habe ich so angedeutet gehabt. Na, wir kommen hier hoch, links rein. Allerdings geben die Gebäude das halt nicht so her. Es wird nachher so sein, dass hier hinten noch Fahrsilos reinkommen und dann müssen wir mal schauen, was wir außenrum gestalten, damit es einfach nicht so wie so ein Scheunentor so offen steht. Heute möchte ich mit euch Folgendes machen. Hier drin, es ist kein 1:1 Nachbau, ne, sondern interpretiert, seht ihr diese zwei Teiche. Die würde ich gerne hier hinten so ein bisschen nachbilden. Und da fangen wir mal an mit dem Geländesmoothen. So, damit wir hier auf jeden Fall eine vernünftige Bahn hinkriegen. Dann würde ich vorschlagen, ich habe hier vorne eine Waterplane. Die habe ich jetzt mittlerweile schon mal vergrößert, bis nach hinten durch. Deswegen haben wir auch hier schon den ersten Teich und hier noch das Ganze. Wir sprechen aber hier hinten von einer anderen Höhe, deswegen brauchen wir die nochmal. Heißt, wir kopieren uns die. Nehmen die mal hierher und dann können wir die auf jeden Fall kleiner skalieren. Ich gehe sogar davon aus, im 0,-Bereich können wir die machen. Ja, keine Ahnung, machen wir mal 0,5 mal 0,5. Ja, da können wir auf jeden Fall noch weiter runter gehen. So, wir brauchen nämlich die hintere Ecke müssen wir abdecken. Und wir müssen so ein bisschen in den vorderen Bereich vom Hof noch reingehen. Ich glaube, so reicht es schon. So, dann müssen wir gucken, dass hier na klar nicht das Wasser steht. Das täuscht echt wahnsinnig. 1,1. So, wir lassen die jetzt mal so stehen, wie wir sie haben. Jetzt tun wir das Ganze mal so ein bisschen andeuten. Wir nehmen einmal die Straßenhöhe von hier vorne mit Replace, Steuerung R, dass wir mal hier eine Höhe hinkriegen. Das hilft mir dann gleich beim Bauen ein bisschen. Tun das Ganze im Verlauf mit dem Smoothen so ein bisschen angleichen. Und dann haben wir nämlich hier auch nicht mehr ganz so extreme Probleme mit der Wasserplane. Wichtig ist, dass er die nachher skaliert. Beziehungsweise freest. Das ist das richtige Wort, was ich suche. Freezen. So, dann haben wir gesagt, ich nehme hier einmal kurz ein bisschen Gravel und dann machen wir einen Teich hier und so einen kleineren hier vorne. Machen hier so einen kleinen Überlauf und dann soll der ganze Kladderadatsch irgendwo hier noch rübergehen. Und da wollen wir jetzt eine Brücke hinmachen. So, jetzt wird immer wieder gefragt, wie kann ich aus anderen Karten was exportieren? Das machen wir jetzt nochmal.
Ihr geht einfach rein. Zum Beispiel brauche ich jetzt eine Brücke. Und ich weiß, auf der amerikanischen, auf der US, hat es eigentlich eine Brücke, was wir gebrauchen können. Und die ziehen wir uns mal ganz kurz her. So, dann suchen wir hier, da gibt es irgendwo so eine schöne Holzbrücke. Die passt mir eigentlich immer ganz gut hin. Ich suche der Finde. Nicht die mit dem Haus, sondern so ein hundsgewöhnlicher. Die ist irgendwo in dieser Naturecke hier. Meine ich. Da ist sie. Die hier, die nehmen wir mit. Markieren, File, Export, dann auf meinen Desktop, ich nenne es jetzt einfach mal Brücke, Holz, ja, ja, können wir wieder schließen, nicht speichern und die holen wir jetzt über Import wieder hier rein und Brücke Holz, Steuerung B mit der linken Maustaste und schon ist sie da. Weil ich möchte nachher das Ganze so gestalten, dass wir hier über eine Brücke auf den Hof fahren. Und dadurch machen wir jetzt den kleinen Fluss. So, ziehen wir das Gelände so ein bisschen runter. Das mit der Plane, das hat schon mal soweit ganz gut funktioniert. So, und dann hier noch. Dann können wir nämlich dort diese zwei Teiche wie in Original sozusagen nachbilden. Ich werde mir hier auf diesem neuen Stück auf der Galgenburg jede Menge künstlerische Freiheiten selber zuzuschreiben. Zuschreiben, so ist glaube ich richtiger gesagt. Ja, wie gesagt, ich habe es ja jetzt schon öfters erwähnt, weil es nicht mehr machbar ist, im Nachhinein das Originalgelände herzuziehen. So. Dann können wir die noch ein bisschen drehen, dass wir auch wirklich in jedem Eck drin sind. So, hier unten machen wir irgendwie so einen Sickerschacht rein, wo das dann sozusagen irgendwo im Nirvana verschwindet. Und dann brauchen wir die nur noch schön gestalten. Und dann passt es schon mal. So. Gut, dann brauchen wir ein bisschen Dirt oder ähnliches, würde ich vorschlagen. Vielleicht könnten wir sogar unten irgendwie Moos oder so reinpacken, weil ich persönlich mag das dann immer, wenn es das Helle so ein bisschen noch durchscheint. Wir machen es anhand von dem hier. So, ich mache das eigentlich immer gerne in mehreren Stufen. Da danach kommt so ein bisschen Gravel oder ähnliches, haben wir schon. Was haben wir denn sonst noch? Mud Animal, Mud River. Können wir auch noch ein bisschen mit reinnehmen. Ich bin von außen nach innen, andersrum, von innen nach außen bin ich immer so ein bisschen grobschlächtiger unterwegs. Hat aber auch einen einfachen Grund, weil wir ja nachher immer von außen her noch ein bisschen mehr dazu packen. So, jetzt gehe ich über auf Dirt, weil jetzt sind wir ja sozusagen am Rand. Und dann machen wir den Rest von uns mit Gras nochmal sauber, dass es nicht ganz so brutal aussieht. So, und dann machen wir hier überall noch so ein bisschen grün. So, dann kommt unten rein
unter dekofoliert. Da können wir ruhig hier so ein bisschen Grass High, oder haben wir, ja, Grass High. Aufpassen, wir sind, glaube ich, hier noch auf Replays. So. Jetzt mache ich die ganzen grünen Flächen, mache ich so ein bisschen grün mit Gras. Und ich persönlich mache das halt immer ganz grob. So. Ich flitze mal ein bisschen näher hin, dann seht ihr es schon mal. Dann müsste es, wenn ich mich nicht täusche, ich muss es testen, ist das Ramex? Nein, Ramex ist das Große. Das hier geht auch immer ganz gut. Ja, wie immer, alles willkürlich bei mir. Ohne Plan, ohne Verstand. Die brauchen wir nicht. Ich glaube, ich habe da diese Dinge gar nicht drin. Diese komischen... Ah, ich weiß nicht, wie die Dinge heißen. Hier sind die, glaube ich, auch nicht drin. Das sind die Branches. Ja, dann machen wir einfach weiter mit den Büschen. Deko-Busch. Hier nehme ich immer gern die Super Big. Die werden wir nämlich jetzt hier reinstellen. Und die sollen ruhig so ein bisschen übers Gras hinaus. Das soll ja so richtig verwildert aussehen nachher. So nimmt es langsam Gestalt an. Und dann nehme ich mir auch gerne immer solche Büsche, die eh schon hier rumstehen, diese fertigen. Wo ist er denn? Den hier. Das kombiniert sich eigentlich immer ganz gut. Dann passen Steine immer ganz gut rein. So, in dem Fall können wir den schon mal gerne ein bisschen größer skalieren. Gleicher Stein, einfach ein bisschen anders hingedreht, andere Position und schon sieht es aus wie ein anderer Stein. Na, so nimmt es langsam, aber sicher seinen Lauf. Bäumle ist immer gut, schadet nie. Müssen wir mal gucken. Ich glaube, da gibt es irgendwo noch so einen Steg. Also nicht das Fleisch, sondern so ein Ding, wo man rauslaufen kann. Beziehungsweise haben wir das nicht hier oben? Ja, guck mal, da haben wir das nämlich schon so ein bisschen hin kaschiert. Dann nehmen wir erstmal die Brücke mit. Weil hier wird ja irgendwo wahrscheinlich geangelt oder so. Und wie gesagt, ich nehme halt immer gerne das, was mir das Spiel eh bietet und komme da so ein bisschen meiner künstlerischen Freiheit nach. Und bisher bin ich eigentlich immer relativ gut damit gefahren und zurechtgekommen. So. Dass man dann ins Wasser reinfällt. So. Ich glaube, da müsste auch irgendwo noch ein Boot geben oder so. Das könnte man dann auch noch hinstellen. Obwohl man bei dem kleinen Weiher jetzt nicht zwangsläufig irgendwie ein Boot braucht. Die Fischerhütte könnten wir vielleicht da dahinter irgendwo packen. Wo man da danach auch noch angeln kann etc.
So. Dann nimmt das nämlich langsam, aber sicher Gestalt an. Dass es hier nicht so leer wirkt. Ich habe das vielleicht vorhin schon gesehen. Dann mache ich das gerne so ein bisschen hochziehen. So ein bisschen abflachen. Dann den Stein hin. Und im Idealfall irgendwie so ein Baum drauf. So, keine Ahnung. Haben wir doch noch irgendwie was Kleines? Kleines und holte dicke Eiche. Na komm, nehmen wir so einen noch dazu. So, dann sieht es halt innen drin nicht so leer aus, ne? Ja, und so nimmt das Ganze Gestalt an. Ich werde jetzt hier das Ganze noch freezen und hier vorhin weiter dekorieren. Und dann haben wir hier sozusagen nachher unseren Weg hier über den Schotterweg, hier über die Brücke auf unseren Hof hier in den Bereich rein. Ich glaube, das wird so ganz nett. Dürft mir ja gerne mal in die Kommentare schreiben, was ihr davon haltet. In dem Sinn würde ich mich freuen, wie immer, ein Like auf das Video. Abo kostet mir immer nichts. Und dann sehen wir uns beim nächsten Video wieder. Habt eine schöne Woche. Macht's gut. Bis dann, euer Yogi. Ciao.